Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich den Pascal bei mir, der netterweise sein Auto hier zur Verfügung stellt, weil er ein OPF-Modell hat mit der Acra Slip-On-Anlage und die wollte ich schon ganz, ganz lange mal live hören. Und den Pascal kennt ihr vielleicht auch oder das Auto aus seinen eigenen YouTube-Videos. Ich verlinke den Kanal auch da unten, dann könnt ihr da auch mal reingucken. Da gibt es auch noch mehr Soundfiles und ein paar interessante Umbauten zum Thema Heck und so weiter. Aber da kommen wir gleich alles noch zu, was geändert ist. Das Video ist aus dieser Geräuschmessungsserie. Wie immer benutze ich das gleiche Gerät zur Geräuschmessung. Wie immer gilt, nein, das ist nicht geeicht. Nein, ich bin kein Ingenieur für Akustik. Aber ich bilde mir halt ein, dadurch, dass wir jetzt immer auf die exakt gleiche Methode messen, mit dem gleichen Gerät, haben wir vergleichbare Ergebnisse. Hey zusammen, ich bin der Pascal. Schön, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Wir haben schon öfters mal zusammen geschrieben. Genau. War nicht so ganz so einfach. Ja, jetzt haben wir uns in der Mitte getroffen. Ich habe das schöne Stück hier Januar 2019 direkt im BMW-Werk in München abgeholt und hatte den aber damals geleast für 3 Jahre und hatte sofort im Prinzip danach hier die Carbonsprung am Lenkrad eingebaut und dann habe ich mir die schönen Pedals hier gegönnt von Pedal Shifters. Das macht einfach das Lenkrad so unfassbar schön. Das war mir wichtig, weil das hat man die ganze Zeit in der Hand. Das sieht man die ganze Zeit. Ja, und sonst habe ich erstmal nichts verändert und nach den 3 Jahren mit Corona und allem und den Gebrauchtwagenpreisen und das Auto hat einfach viel zu viel Spaß gemacht, habe ich gesagt, das muss ich rauskaufen und hatte auch damals echt einen guten Preis noch bekommen und hatte dann auch die Videos im Internet bei Tom Schütze etc. verfolgt und habe mir dann gesagt, okay, probier's da aus. Habe mir MAD drauf gemacht, Stage 1 fahre ich aktuell mit 420 PS und 580 Newtonmeter und habe dann auch XAP Stage 2 drauf gemacht. Das muss ich sagen, hat das Auto nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Macht wirklich super Spaß. Dann hat mir aber wirklich auch der Auspuffsound nicht so ganz gefallen und habe dann ein bisschen recherchiert und habe mir diverse Anlagen angeschaut und auch geschaut im Internet und bin am Ende wirklich bei der Krapovic hängen geblieben und da muss ich einfach sagen, die haben das super gelöst. Die Auspuffklappe ist auf der rechten Seite. Damit, wenn die geöffnet ist, geht fast die ganzen Abgase gar nicht mehr durch den Elchstandhelfer, sondern direkt raus. Super leicht, die Verarbeitung ist top und wirklich der Einbau, das hat mich am Ende überzeugt. Das ist so einfach. Ich habe, glaube ich, in Frankfurt ein bisschen mehr als 100 Euro gezahlt, dass mir die eine eingebaut hat. Man muss keine Leitung verlegen mit Unterdruck, man muss irgendwie am Cannbus nicht rumschrauben. Das hat mir irgendwie das alles abgeschreckt. Auch die Akrapovic hat einfach so ein, ja, es ist einfach, es sind die besten Auspuffanlagen. Und auch durch den Werterhalt habe ich mich entschieden, dann die Akrapovic einzubauen und habe wirklich einen sehr guten Preis bekommen. Ich habe, glaube ich, im Internet mit Rabatt 2500 Euro gezahlt, wo ich sagen muss, das ist echt top. Ich glaube, die liegt aktuell sogar bei 2,8, 2,9. Das heißt, wenn ich die irgendwann mal ausbauen sollte, wenn ich das Auto verkaufe, kriege ich wahrscheinlich sogar fast den gleichen Preis. Ansonsten, ja, Fahrwerk habe ich bei dem Auto nicht gemacht, konnte mich bis jetzt noch nicht überzeugen. Ein paar kleine Spielereien, hier von dem blauen Startknopf. Ich habe mir von 55 Parts die Außenspiegelkappen geholt. Die fand ich sehr, sehr schön. Und hinten am Heckdiffusor hat mir das Graue mit der Krapovic nicht so ganz gefallen und habe mir dann den Zero-Diffuser eingebaut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vorne die Streben habe ich in so einem dunklen Blau gemacht und auch ein paar Badges hier, alles in Schwarz. Das habe ich bei dir in den Videos gesehen, hat mir gut gefallen, habe ich dann sofort auch gemacht. Und das ist so im Prinzip die Geschichte zu dem M140 hier. Ja, sehr cool. Ja, also Erstbesitzer hatten wir, glaube ich, noch nicht auf dem Kanal. Also, dass wir M140i wirklich mit Werksabholung dann auch noch. Also sehr, sehr cool. Ja. Genau, du hast gerade schon gesagt, die hat auch eine ECE-Zulassung. Ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Also man kann die einfach so an sein OPF-Modell dranbauen, ohne irgendwelche Sorgen. Und was du gerade auch gesagt hast, finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man sonst nichts verändern muss. Man behält die originale Klappensteuerung, man behält sogar den originalen Stellmotor für die Klappe. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das Original BMW-Teil zu weiter zu verwenden, ist eine andere Frage. Aber man greift halt nicht in irgendwelche Dinge ein am Auto. Das finde ich auch sehr sympathisch. Und wenn man mal so den Wiederverkauf verfolgt, also die gehen in der Regel echt immer noch so für 2000 weg. Das ist dann schon ganz gut, dass man den Spaß hatte. Und man hat dann vielleicht dann nur 500, 600 Euro oder so versenkt. Also nur in Anführungszeichen.
so und auch zu MAD vielleicht noch zu sagen, dadurch hat man ja auch die Chance, ein bisschen was zu modifizieren. Ich habe die Burbles komplett rausprogrammiert. Mhm. Im Traction Mode knallt er trotzdem ein bisschen. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber im Sportmodus ist er eigentlich meistens leise und ja, ich habe den M-Rest Startup drin, das heißt, wenn der Motor warm ist, dann schnallt er so ein bisschen hoch. Und durch XRP sind halt die Schaltvorgänge halt extrem cool. Also der, wie nennen wir das, wie so ein bisschen dieses DSG. Ja, dieses wie nennt man Furzen das? Das Schaltfurzen, wie auch immer. Genau, also man hört es leicht und auch jetzt vor kurzem habe ich den Overrun-Prep noch mit reingemacht. Auch ein cooles Gimmick. Finde ich viel cooler als dieses Geknalle da hinten. Das hört sich eh beim OPF-Modell irgendwie, finde ich, nicht so gut an. Deswegen, ja, daran habe ich eher meinen Spaß. Hört sich auch beim Non-OPF nicht so gut an, finde ich. Ja. Ich habe ja auch die Umfrage gemacht. Ich blende es hier ein zum Thema, wie steht ihr denn als Community zum Thema Schiebeknallen, Burples, wie auch immer wir sie nennen. Und ist natürlich nicht repräsentativ über die gesamte Gesellschaft. Aber ich glaube, es ist interessant zu sehen, für die Leute, die hier einschalten, sind Autofans. Deshalb finde ich sehr, sehr interessant zu sehen, wie ihr das seht. Und ungefähr ein Viertel aktuell sagt übrigens gar keine Burples. Also da bist du echt nicht alleine mit der Meinung. Und ich glaube, nur 1% sagt maximale Burples immer. Also quasi auffallen auf jeden Preis. Vor allem auch die maximalen Burples, da habe ich so ein bisschen Angst. Man sagt ja, man soll eigentlich das bei Soft lassen oder OEM, weil man tut seinem Cut, glaube ich, nichts Gutes damit. Ja. Und wenn man die auf hart stellt, ich habe keine Lust, dass mir da irgendwas in dem Abgasstrang um die Ohren fliegt. Und da es eine Original-Downpipe drin ist, war das auch noch für mich, da lieber die Finger von zu lassen, es zu übertreiben. Genau, du hast jetzt schon relativ viel so umgebaut. Gibt es noch irgendwas, wo du denkst, hey, das brauche ich unbedingt? Fahrwerk hast du gerade schon angesprochen, wo du noch am Überlegen bist, noch irgend, sonst noch irgendwas? Ja, als ich mir jetzt deinen Innenraum mal angeschaut habe, muss ich schon sagen, mit den Carbon-Teilen hier innen, das sieht schon echt sehr, sehr schön aus. Wirkt den, ja, hebt den Innenraum nochmal optisch wirklich auf ein anderes Level. Ansonsten muss ich sagen, würde ich jetzt an dem Auto nichts verändern noch. Ich hatte mal wirklich auch gegrübelt mit diesem Heckdiffusor, mit dem Heckklippe, die du hinten drauf hast. Aber nachdem du gesagt hast, du würdest es nicht nochmal machen, habe ich es lieber gelassen. Also Fahrwerk wäre wirklich das, was bei mir jetzt eigentlich ganz oben auf der Liste wäre. Aber als Disclaimer, ich würde die Maxton nicht nochmal machen. Ich habe ja jetzt gewechselt auf die CSR. Die würde ich mir wieder kaufen. Ah, okay. Genau, habe ich gar nicht gesehen. Weil der, da habe ich auch kein extra Video zu gemacht. Also ich hatte ein Video angefangen und war dann zu doof, auch bei der Kamera auf Start zu drücken. Und dann hatte ich keine Aufnahme, wie ich das Ding denn einbaue. Und dann dachte ich mir, jetzt brauche ich auch kein Video mehr dazu machen. Also, aber ist Geschmackssache. Gibt auch ganz viele Maxton-Fans. Also seid nicht traurig, wenn ihr jetzt die Maxton habt und euch die gefällt, ist das völlig okay. Was wir, glaube ich, uns auch unterschlagen hatten, war, es gibt ja bei der Acra den Deflektor, den man hinten noch mal drehen kann. Hinten das Endrohr, das rechte Endrohr, wenn man vor dem Auto steht, kann man ja dann noch drehen, dass dann mehr Sound in den Innenraum kommt. Du hast jetzt aber bei dir so eingestellt, dass der Sound nicht in den Innenraum kommt. Genau, es ist komplett so eingestellt, dass es zu ist im Prinzip. Okay. Ist das ein Riesenunterschied, wenn man es verdreht? Also hört man das wirklich raus oder ist das eher so Einbildung? Ja, es ist so ein bisschen bassiger im Innenraum, aber ich muss sagen, durch die Acra ist es eh schon ein bisschen lauter geworden. Wollte ich jetzt nicht so das Getröhnen im Innenraum haben, deswegen habe ich es dazu gemacht. Ja, ich glaube, man kann es ja auch, wenn die eingebaut ist, einfach wieder drehen. Ne? Also muss man ja nichts mehr ausbauen. Super das, easy. Genau. Wirklich eine Schraube lösen, gerade eine halbe Drehung machen und dann, ja. Ja, was das Gefühl jetzt irgendwie ein bisschen hier dann stört, ist, dass hier jetzt ja immer D drauf ist. Also die Beschleunigung ist natürlich viel, viel brachialer. Ich glaube, was wirklich viel ausmacht, ist, dass du die Burbles halt nicht bei dir aktiviert hast. Ne? Also viel Sound kommt halt dann auch bei den anderen Anlagen. Also hier Acra Evolution und so kommt natürlich dann auch durch die Burbles dann immer zustande. Ja, ich glaube, wichtig ist für alle, die so ein Auto auch ganz normal benutzen wollen, also sprich im Alltag, dass dich das Ding halt nicht in den Wahnsinn treibt, weil es dröhnt und die ganze Zeit laut ist. Und ja, das ist, glaube ich, schon mal wertvoll bei dieser Anlage hier, dass man da auch ohne Sorge durch den Alltag kommt. Also ohne Sorge meine ich jetzt Polizeikontrolle, aber auch, ja, dass es einen dann nicht nervt. Und dann ist auch dieser Woman Acceptance Factor aus meiner Erfahrung immer besser, weil die meisten Frauen stehen irgendwie komischerweise nicht auf irgendwelche Auspuffschiebeknallen und laute Auspuffanlagen. MAD selber mal gefahren sind. Ich finde, wenn man es selber fährt, ist der Unterschied gar nicht so krass. Also klar, der ist natürlich spürbar, aber wo es mega krass ist, finde ich, ist, wenn man einfach als Beifahrer dann daneben sitzt, dann geht das Ding so mächtig nach vorne im Vergleich. Ja, also aus dem Stand raus muss ich sagen, ist es zu viel.
Dafür müsste man bei XRP noch ein bisschen rummachen, dass vielleicht die Streamung begrenzt ist in den ersten zwei Gängen. Aber wo ich es sehr, sehr brutal finde, ist wirklich, wenn man so bei 80 mal rausbeschleunigt, man guckt auf diesen Taro und es hört einfach nicht auf und du könntest ja 300 mit dem Auto fahren. Das ist, genau. Das ist Wahnsinn. Was, der hat einfach so unfassbar viel Druck dann und das ist mein Stage 1. Das ist, ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man da mal Stage 2 fährt oder ein 600 PS Setup. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die das alle schon durch sind, also die von MAD Stage 1 dann auf Stage 2 gegangen sind und die haben alle gesagt, der Wechsel von Serie auf Stage 1, der war der Hammer und dann von Stage 1 auf Stage 2 ist gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Okay. Und ich glaube, da kommt auch dann die Problematik her. Dann fangen nämlich die Leute an mit Upgrade-Lader und so weiter, dass du dann halt nochmal an der Leistungsschraube dann drehst. Bist du jetzt wieder mit Bubbles? Ah ja. Ja, die hört man. Ja, ist schon laut. Ja, ist auch nochmal interessant, weil die Frage kam in einem anderen Video auf, kann ich denn mit MHD nicht die Burples ausprogrammieren? Und ja, kann man, aber wie wir hören, kann man sie nicht komplett ausprogrammieren. Also man kann zwar sagen in MHD, nee, ich will keine Burples mehr, aber dann bleiben die trotzdem im Traction Mode anscheinend erhalten, zumindest beim OPF-Modell. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, weil so hat man auf jeden Fall im Sportmodus Ruhe. Wenn man doch irgendwie ein bisschen es knallen lassen möchte, dann fährt man halt im Traction-Modus, in dem man eigentlich so seltenst unterwegs ist. Ne? Ja, ich kenne jemanden, hallo, du weißt, wer gemeint ist, der fährt immer im Traction-Mode. Ist das so? Ja, ja. Wahnsinn. Nee, ich, tatsächlich super selten. Also. Die Messungen sind durch und wir haben ein paar Ergebnisse. Wie immer werden jetzt hier unten eingeblendet mit der Gesamttabelle, die immer länger wird, irgendwie faszinierenderweise. Was wirklich sehr positiv ist, wenn man im Komfortmodus ist, wo die Klappe ja geschlossen ist, da haben wir jetzt 3 Messungen gemacht, die wir gewertet haben, weil eine war ein Ausreißer. Also wir haben eine 89,9, eine 89,4 und eine 88,9. Also alles rund 89. Und wir erinnern uns, der OPF hat ja 94 dB Standgeräusche eingetragen. Die Polizei würde jetzt auch so messen. Dementsprechend wäre man da sorgenfrei. Wie oft beim M140i mit OPF gibt es nicht so die Riesenspreizung zwischen den verschiedenen Modi. Das ist ja beim Non-OPF anders. Deshalb haben wir jetzt auch relativ wenig dB bei dem Sportmodus gab. Das waren dann 85,1 und 84,3, also deutlich weniger als im Komfortmodus interessanterweise. Und dann haben wir natürlich noch den Sport Plus gemessen, der war dann 89,7, also ähnlich wie der Komfortmodus. Das war ja auch bisher so die Erfahrung, dass man nicht die Riesenspreizung hat bei den OPF-Modellen, also wenig überraschend. Wenn wir jetzt den Traction Mode nutzen, wo ja dann auch die Klappe gezwungenermaßen dann auch immer auf ist, beziehungsweise die Software ja die Burples reinspielt, selbst wenn man die mit MHD rausprogrammiert, interessanterweise sind die immer noch da. Und da haben wir dann 111,4, 112,3 und 110,5. Also durchaus so ähnlich wie bei meinem OPF mit Serienauspuff, interessanterweise. Aber der Auspuff der Acra ist natürlich unter anderen Lebensumständen dann lauter. Fazit zu der Messung bei der Acra Slip-On, wie ihr jetzt hier seht und jetzt gerade gehört habt. Im Komfortmodus wird es eingehalten, also da ist man echt sorgenfrei. Traction Mode ist wie immer beim OPF halt lauter. Also kann man, wenn man Angst vor der Polizei hat, wenn man irgendwo in so einem Hotspot wohnt, kann man das ohne Risiko meiner Meinung nach fahren. Für dich irgendwas überraschend oder hast du so damit gerechnet? Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es im Sportmodus ein Tick
Minuten lauter ist, weil bei mir im Sportmodus eigentlich durch MAD die Klappe durchgehend auf ist. Hat anscheinend jetzt gar nicht so einen großen Unterschied gemacht. Fraction Mode, ja, war mir fast klar, dass er doch irgendwie so viel knallt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ansonsten vom Komfort her auf der Autobahn ist auch bei der Akrapovic das überhaupt kein Problem. Also man hat da kein Trönen die ganze Zeit. Und durch die kleinen Spielereien, durch MAD, wie dieser MREV Startup, wenn der Motor warm ist, dass er so hochschnalzt ein bisschen. Das ist natürlich bei der Akrapovic so ein bisschen extremer als bei einer Standardabgasanlage. Und auch natürlich die Optik macht natürlich ordentlich was her. Ansonsten, ja, bin ich beruhigt, dass ich mit meiner Akrapovic völlig legal unterwegs bin. Klar, mit den anderen Spielereien brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist ja meistens das, worauf die Polizei als erstes achtet, der Sound, ob alles legal ist. Und mit der ECE-Genehmigung kann ich hier den direktes in die Hand drücken und bin sorgenfrei unterwegs. Kriegt man da ein Dokument dann dazu bei der ECE oder ist das einfach so quasi, du hast das Ding dran und da steht ja die ECE-Nummer drauf? Genau, das ist so ein kleines Heftchen, da steht es nur Akrapovic, da steht das Fahrzeug drin, dass das eine ECE-Genehmigung hat und das habe ich immer mit dabei. Ja, Leute, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Kommentiert auch gerne, wie euch das gefällt, ob ihr das jetzt überraschend fand. Und es tut auch nicht weh, wenn ihr auf den Like-Button klickt und wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, weil das kostet euch nichts, tut euch nicht weh. Würde mir aber immer wieder weiterhelfen. Nicht, weil es irgendwie mein Ego bestärkt, sondern weil mehr Abonnenten einfach viel mehr Möglichkeiten eröffnen. Und dann nochmal vielen Dank an den Pascal. Vielen Dank, dass es geklappt hat und... Du hast jetzt jede Menge Videos. Ich bin gespannt, für was du dich am Ende entscheiden wirst. Oh ja, genau. Ja, ich auch. Ja, dann wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald auf diesem Kanal.